Du arbeitest jeden Tag mit Microsoft Teams im Office oder im Homeoffice und möchtest effizienter damit arbeiten? Ich zeige dir meine persönlichen Top 5 der Zeitersparnis mit Microsoft Teams. Hallo, hier ist wieder Bernd von der Tutorial Academy. Ihr kennt es vielleicht, ihr arbeitet jeden Tag mit Teams und fragt euch, gibt es da vielleicht einige Tipps, einige Kniffe, wie ich da effizient arbeiten kann? Genau darum geht es in diesem Video. Microsoft Teams ist ein super Tool, um auf der Kanal- oder auf der Chat-Ebene mit Kollegen oder Externen zu kommunizieren oder auch über den Kalender seine eigenen Termine abzuchecken. Aber habt ihr gewusst, dass wenn ihr hier links auf Dateien klickt, ihr ganz problemlos auf euer OneDrive bzw. OneDrive for Business zugreifen könnt und hier auch die Dateien ganz normal, wie ihr es von der OneDrive-Webseite kennt, aufrufen könnt, bearbeiten könnt, ihr könnt den Link herunterladen, ihr könnt direkt auf OneDrive wechseln, direkt aus der Teams-Konsole. Solltet ihr noch zusätzliche Cloud-Services verwenden, wie zum Beispiel die Dropbox, habt ihr die Möglichkeit, hier unten auf Cloud-Speicher hinzuzufügen zu klicken, den jeweiligen Account auszuwählen, sich anzumelden und dann ebenso auch auf die Dateien zugreifen zu können. Allerdings könnt ihr, wenn es Dropbox-Dateien sind, dann die Dateien nicht online bearbeiten oder gemeinsam bearbeiten, sondern nur mit Dateien, die auf diesem OneDrive liegen. Shortcuts oder Tastenkombinationen sind natürlich auch in Teams ein großes Thema. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten, diese Shortcuts aufzurufen. Ihr könnt entweder oben bei eurem Profilfoto draufklicken und dann hier die Tastenkombinationen auswählen. Hier seht ihr Tastenkombinationen wichtig, in meinem Fall jetzt für die Desktop-Applikation von Microsoft Teams für Windows. Es gibt auch noch verschiedene Shortcuts, wenn ihr zum Beispiel einen Mac habt. Da müsst ihr also aufpassen, welches Gerät ihr verwendet. Eine andere Möglichkeit, noch schneller auf die Tastenkombinationen zuzugreifen, wäre die Tastenkombination Steuerung Punkt. Durch Steuerung Punkt wird auch dieses Fenster aufgerufen. Zwei Shortcuts möchte ich euch dementsprechend vorstellen. Die eine Möglichkeit betrifft hier die Navigation. Wenn ihr schnell in eurer Teams-Konsole zwischen den verschiedenen Elementen wechseln wollt, wie Chat, Kalender und Teams, dann drückt bitte die Steuerung-Taste und die jeweilige Ziffer in der Reihenfolge. Wenn ich jetzt Steuerung 1 drücke, komme ich auf meinen Chat. 2, der Kalender, 3, die Kanalebene und so weiter. Der andere Shortcut betrifft, wenn ihr eine Nachricht, eine Unterhaltung erstellen wollt, dann könnt ihr den Shortcut drücken, die Alt-Taste, die Shift-Taste und C für Compose, dann wird hier eine Unterhaltung gestartet. Und wenn ihr den Shortcut drückt, mein persönlicher Favorite, Steuerung, Shift und X für Expand, dann könnt ihr die Unterhaltung in beide Richtungen sogar noch erweitern, ohne dass ihr da hier mit der Maus arbeiten müsst. Normalerweise wird die Leiste hier oben für die Suche Microsoft Teams verwendet, aber habt ihr gewusst, dass wenn ihr einen Slash eingebt, ihr hier verschiedene Schnellbefehle aufrufen könnt, wie zum Beispiel Slash gespeichert, um schnell auf eure gespeicherten Nachrichten aus dem Chat oder aus der Kanalebene zu wechseln. Ihr könnt genauso hier auch euren Status in Microsoft Teams ändern, wie zum Beispiel beschäftigt, bin gleich zurück und so weiter, ohne das extra oben beim Profilfoto machen zu müssen. Das heißt, mit dem Slash habt ihr die Möglichkeit, hier wirklich schnell aktiv zu arbeiten. Es gibt hier noch eine ganz Besonderheit, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Slash eingebe und gehe zu, auswähle, dann kann ich damit zu einem Kanal wechseln oder zu einem Team. In dem Fall sage ich diesen Kanal hier. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bin ich bereits sofort in dem Kanal drinnen, den ich hier bei Gehe zu oben ausgewählt habe. Das ist quasi wie ein kleiner Link auf einen gewünschten Kanal. Und dann gibt es noch einen Zusatzzuckerl, wenn ihr den hier oben den Add-Button drückt und dann die ersten Buchstaben eures Kollegen auswählt, hier oben und draufklickt, dann gebt ihr hier eine Schnellmessage ein, das heißt, ihr könnt direkt von da oben auch Schnellnachrichten verschicken, ohne extra in den Chat wechseln zu müssen. Wenn ihr das Ganze überprüfen wollt, ihr könnt dann hier im Chat nachschauen und seht dann hier, dass ihr hier diese Nachricht hier verschickt habt. Wenn ihr Mitglied oder Besitzer von einem oder mehreren Teams seid, dann habt ihr sicher auch sehr viele Kanäle. Wenn ihr einen Kanal hier bei den drei Punkten klickt, dann habt ihr die Möglichkeit mittels Anheften einen Kanal hier oben
anzuheften, um schnell darauf zugreifen zu können, egal welches Team, welcher Kanal ihr auswählt. Das heißt, damit könnt ihr quasi Schnellzugriff erstellen, um schnell auf wichtige Kanäle zu wechseln. Solltet ihr den einen oder anderen Kanal hier nicht mehr haben wollen, dann könnt ihr natürlich auch hier wieder mit Klick auf diese Ellipse, auf diese drei Punkte hier mit Lösen, hier wieder das Ganze wieder ablösen. Ihr kennt das ziemlich sicher, ihr seid Mitglied eines Teams mit 10 oder noch mehr Leuten und wollt sicherstellen, dass eine spezielle Nachricht automatisch alle Mitglieder des Teams auch erreichen. Wenn ihr da unten bei Unterhaltung ein Ad-Menschen eingibt, aber nicht für einen Kollegen, sondern für das ganze Team, für den Namen des Teams, so wie hier dieses Team, dann heißt das, wenn ich hier jetzt eine Message eingebe, dass diese Nachricht jeden Einzelnen des Teams erreicht und jeder Einzelne dann auch hier eine Verständigung bekommt, dass er oder sie diese Nachricht bekommen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt bitte auf die Glocke oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Möglichkeiten zeigen, um mit Teams Zeit zu sparen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!